Und die Sarah, die wird natürlich noch eine weitere Rolle in Tommys Leben spielen. Ist echt nett, dass du das machst. Diese Clowns haben mir einen ziemlichen Schrecken eingejagt. Kein Problem. Pauli und ich kümmern uns später um diese Witzfiguren. Jo, den reißen wir den Arsch auf und wir haben bloß einen Schlagring, sehe ich gerade. Du arbeitest auch für Mr. Salieri, oder? Auch mal nett. Er ist wirklich nett und immer gut aufgelegt. Ja, ich arbeite manchmal für ihn, aber normalerweise gibt's da nichts zu lachen. Und was machst du sonst so? Meistens fahre ich den Don durch die Gegend. Ab und zu überrascht er mich aber. Zum Beispiel, als er wollte, dass ich bei dem Rennen mitfahre. Ja, das habe ich gesehen. Du fährst echt gut. Ah, ich hatte einfach Glück. Warum so bescheiden? Den Typen hast du so richtig gezeigt. Ich war mal Taxifahrer. Aber zum Rennfahrer bin ich erst am Abend vor dem Rennen geworden. Na, siehst du? Du hast echt Talent. Vielleicht hast du recht. Jedenfalls war es kein Spaß. Ich stehe nicht gerne im Rampenlicht. Finde ich lustig. Ach, Don Salieri ist so ein netter Mann. Das haben Gangster immer so an sich, natürlich. Schau mal an, was für ein süßes Paar. Ach, da sind sie. Was ist denn das? Gestern noch allein, heute schon mit deinem Freund unterwegs. Jungs, es wäre vielleicht besser, wenn ihr einfach abhaut und hier keinen Ärger macht. Wenn ihr einen Ärger macht, dann du, Schaumschläger. An eurer Stelle würde ich die Fliege machen. Man kann nie wissen, was passiert. Das haben wir gleich, Romeo. Na, wartet ihr Bastarde. Hilfe! Hilfe! Wir werden angegriffen! Drauf auf die Fresse! Los! Warum Hilfe? Du hast den Falschen erwischt! Du hast den Falschen erwischt! In die Fresse! Los, weiter! Du hast den Falschen erwischt! Na, warte! Muss mich verarschen, der eine hier? Na, bist du wohl! Was ist denn das? Der Fettklops hier, der macht mir Probleme. Aber den zwischendrin mit erledigt, auch gut. Komm schon. Ich würde gerne mal aufgeladenen Schlag machen, aber der Arsch, der hat mir ja hier ordentlich die Fresse vermöbelt. Ist hier irgendwas? Nö. Auch gut. Sarah, wo bist du? Sarah? 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 Mädchen? Na wartet ihr Schweine. Pam, in die Fresse. Ah, da bist du ja. Hä, was? Wo ist denn die? Hilfe, Hilfe, wir werden angegriffen. Die ist irgendwo hier hinten, oder? Mann, Sarah, wo bist du hin? Renn doch nicht einfach weg hier. Sarah. Schönes Kleid, Süße. Was hast denn da drin? Ach. Hey, wie wär's mit dem... Na, leck mich doch. Zack. Das tut uns zum letzten Mal! Drauf auf den! Komm raus! Du da! Du Arsch! Na, egal. Alle Mann herkommen, schnell! Na, bist du wohl! Ich komme mit dem Schlagen nicht so richtig klar irgendwie. Na gut, hat gereicht. Ich hätte gerne den Baseballschläger. Oh, sieht gar nicht gut aus bei mir hier und Sarah sieht auch nicht so gut aus. Na, Mädel! Ach, vielen Dank. Ich weiß wirklich nicht, was ich ohne dich getan hätte. Was sind noch mehr? Zu danken, Sarah. Jederzeit. Ach, ich hatte echt Angst, Tom. Ist alles in Ordnung? Na klar. Wir sind fast da. Dann schaue ich's mir an. Ja, Spiel Krankenschwester. Finde ich gut, Mädchen. Finde ich gut. Na, lauft schön. Lauft, ihr blöden Schweine. Lauft! Zack, in die Fresse. Kommst du? Was für Arschpenner hier. So, dann gehen wir mal Gentleman-like hinterher. Buh! Arschloch. Aber der eine Fettklops, der hat mir ordentlich die Visage vermüllt. Muss ich schon sagen. Er sah überhaupt nicht so aus, aber der hat gut reingehauen. Ein schöner Sonnenuntergang. Also, sieht schon schick aus für 2002, finde ich. Ich wohne gleich neben Papa. Meine Mutter verließ uns kurz nach meiner Geburt. Arbeitest du auch mit Pauli? Der ist echt witzig. Ja, er ist echt witzig. Ich finde, er hätte Schauspieler werden sollen. Manchmal benimmt er sich komisch. Das macht mir echt Angst. Ich verstehe nicht, wie man so launisch sein kann.
Er muss im Leben viel durchgemacht haben. Ja, er hat schon einiges erlebt. Er ist auf der Straße aufgewachsen. Das hat ihn sehr geprägt. Vielleicht ist er deshalb Fremden gegenüber so komisch. Er ist Don Salieri sehr dankbar. Wer weiß, was passiert wäre, wenn er ihn nicht aufgenommen hätte. Ja, Mr. Salieri hat Papa sehr geholfen. Für mich ist er fast wie ein Großvater. Ja, Don Salieri ist ein guter Kerl. Don Salieri ist eigentlich gar nicht so viel älter als Luigi. Der ist, glaube ich, bloß ein Jahr älter oder so. Aber gut, was soll's. Und die Bemerkung, dass Pauly hätte Schauspieler werden können, finde ich ziemlich gut, ziemlich lustig. Weil Pauly irgendeinem Schauspieler aus den Mafia-Filmen nachempfunden ist und ich glaube sogar dieselbe Synchronstimme hat. Habe ich bei Wikipedia zumindest gelesen, müsst ihr mal schauen, da steht es auch drinne. Auch unser Tommy ist einem nachempfunden. Ich habe es wieder vergessen, wer es war. Und natürlich ist auch Don Salieri jemand nachempfunden, nämlich Marlon Brando. Komm doch rein. Bin schon drin. So, dann verarzte mich mal, Mädchen. So, das hier ist mein Königreich. Gehen wir doch erstmal rein. Ich sehe mir die Wunden mal an. Das ist wirklich ein Königreich. Krempeln Sie Ihre Ärmel hoch, Sir. Hilfe ist nah. Okay, schauen wir mal. Sieht nicht allzu schlimm aus. Ja, das stimmt. Die sahen viel übler aus als ich. Einen Moment, ich werde es reinigen. Schon fertig. Hat nicht einmal wehgetan. Vielen Dank. Ich glaube, ich sollte dankbar sein. Wie wär's mit einem Drink, Tom? Nun, ich könnte einen Whisky vertragen, wenn Sie einen haben. Na klar. Ganz so schnell zu haben ist er dann wohl doch nicht, ne? Der Abend verspricht interessant zu werden. Du Aufreißer, du. Ein Drink für den Helden. Wie wär's mit einem kleinen Tanz? Na klar. Wie bitte? Naja, ich möchte tanzen. Musik. Ich habe ein Grammophon. Ja, ich mag Musik. Sind Salieris Männer immer so harte Jungs? Naja, manchmal versuchen wir auch nett zu Leuten zu sein. Ein paar von euch vielleicht. Aber nur wenige. Und bist du einer von Salieris harten Jungs? Nur manchmal. Naja, ich glaube, du bist ein guter, böser Mann. Oh, manchmal bin ich sogar ein sehr böser, guter Mann. Das ging ziemlich schnell. Und das geht jetzt noch viel schneller, na hallo. Und schon liegt sie unter ihm und macht die Beine breit. Nicht zu fassen. Und sowas ist ein anständiges katholisches Mädchen. Puh. Naja, der Luigi hat's ja so gewollt, ne? Sarah war ein Engel. Ich hatte jede Menge Mädchen gehabt, aber dieses Mal war es anders. Ganz anders. Mir war klar, dass wenn ich den Rest meines Lebens mit jemandem verbringen würde, sie dieser jemand sein würde. Tch. Hallo, du hast sie gerade erst kennengelernt und direkt genagelt, also... Ach, egal. Er weiß es jetzt schon. Gewöhn dich besser dran, genau. Am nächsten Tag erzählte ich Salieri, was mit diesen Typen passiert war. Eine Bande von Rowdies hatte sich in der Gegend niedergelassen. Sie machten Ärger und jagten den Leuten Angst ein. Das gefiel Don Salieri gar nicht. Was? In meinem Revier? Eine Frechheit. Und zu allem Übel greifen sie wehrlose Frauen an. Ist Sarah irgendwas zugestoßen, Tommy? Nein, Boss. Sie ist okay. Dafür habe ich gesorgt. Gut. Warum zum Teufel hat Luigi nichts gesagt? Wir hätten uns doch sofort der Sache angenommen. Ich lasse nicht zu, dass diese Hosenscheißer die Leute in meinem Revier überfallen. Für wen halten die sich? Die Leute zahlen mir Schutzgeld,
Also holen wir uns diese Ratten und schicken sie dahin, wo sie hingehören. Tom und ich kümmern uns darum. Denken diese Freaks, sie sind in einem verdammten Freizeitpark oder was? Mit meinen eigenen Händen mache ich sie fertig. Holly, Holly, immer mit der Ruhe. Niemand bringt irgendwen um, klar? Ich will, dass er ihnen eine Lektion erteilt. Brecht ihnen sämtliche Knochen im Leib und lasst sie in ihrem eigenen Blut liegen. Schickt diese Bastarde in einen Rollstuhl. Yay! Sollen die Kinder über ihre entstellten Gesichter lachen. Lasst alle sehen, was passiert, wenn jemand mein Revier beschmutzt. Klingt interessant, Boss. Das ist gar keine schlechte Idee. Wir müssen rauskriegen, wo die Typen sich aufhalten. Vielleicht weiß Big Biff etwas. Er hängt immer auf dem Platz in Chinatown rum. Geht und findet ihn. Kein Problem, Boss. Na dann mal auf. Geh zu Vincenzo und hol dir eine Waffe. Das machen wir. Komm, Pauli. Finde Biff in Chinatown und frage ihn, wo sich die Rowdies verstecken. Hallo. Oh, sagt nix. Na, Luigi? Danke, Tom. Wer weiß, was passiert wäre, wenn du Sarah nicht begleitet hättest. Ich stehe in deiner Schuld. Ja, und dein besonderes Frühstück kriege ich auch noch, ne? Du hast mir da was versprochen gehabt. So, hier kommen wir nicht rein, immer noch nicht. Ich glaube, da kommen wir nie rein. So, hat denn Ralphie was für uns? Da ist er auf jeden Fall. Stand denn was? Ne, da steht da nichts. Ja, ja, lass mich da erstmal hier. Hallo. Hey, Ralphie. Was soll's sein? Neues Auto. Ach, ja komm, hier, die Karre können wir eigentlich mal wegfahren. Und den auch, ja. Die alten Drecksschleudern müssen wir nicht stehen lassen. Wir können das hier auf die Hübscheren beschränken. So, dann gehen wir noch fix zu Vincenzo und holen uns was ab zum Ballern oder zum Schlagen. Ich weiß es gar nicht. Und dann können wir den Jungs mal eine Lektion erteilen, den kleinen Pissgesichtern, ne? Hallo. Salute, Jungs. Und was steht heute an? Wir erteilen ein paar Clowns eine Lektion, Winnie. Da kann ich euch diese hervorragenden Schläger empfehlen. Der hier ist sogar von einem Topspieler der Liga signiert. Ah, ich kann's nicht fassen. Ist das wirklich seiner? Na, wenn ich ehrlich bin, nein. Aber wenn du damit jemandem die Fresse polierst, wird ihm das ziemlich egal sein. Und noch ein paar Eisen. Man kann nie wissen. Ganz meine Rede. Ich habe diese 1911er Colts. Gute Automatik. Danke, Winnie. Sehr gut, sehr gut. Das stecken wir ein. Und den Baseballschläger auch. Und den rüsten wir... Nein, ich will den Baseballschläger... So, jetzt. Den Schläger rüsten wir zuerst aus. So, lauf mal schneller hier, Pauli. Und dann werden wir mal unseren schönen Lasseter hier durch die Gegend fahren. Komm! Ich will dir mein neues Auto zeigen, Pauli. Rein mit dir. Ist er nicht schick? So, da driften wir schön rum. Wunderbar, da kommt man auch mit längeren... Ups. Ich wollte gerade sagen, da kommt man auch mit längeren Autos rum, ohne anzuecken. Pass auf! Aber man muss es natürlich auch können, das ist die andere Sache. So, gut, gewöhn dich besser dran. Wir müssen nach Chinatown. Finde Biff in Chinatown, frage ihn, wo sich die Rowdies aufhalten. Das ist hier auf der Insel. Bloß nach Norden, geht klar. Wie klingt eigentlich die Hupe? Ach, wie süß. Quack, quack. Quack, quack, quack. Quack, 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 quack. So, wieder Geschwindigkeitsbegrenzung rein. Und dann kürzen wir hier mal ab. Das kann nicht schaden. Einmal durchs Gemüse. Halt nicht gegen die Bank. Genau, dann brauchen wir ja bloß noch nach oben machen und dann sind wir schon quasi da. Ich glaube, zu Biff müssen wir öfter mal, wenn ich mich nicht irre. Der dient, glaube ich, immer als Informant. Ja, den zu finden dürfte eigentlich gar nicht schwer sein, denn der steht ja mitten auf dem Platz herum. So, herum hier. Schauen wir mal. Ich kann mich gar nicht mehr so gut an die Mission erinnern, muss ich sagen. Aber ich glaube, wir müssen dann auch ordentlich schießen, weil die, glaube ich, auch bewaffnet sind, die Jungs. Oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Reden wir erstmal mit Biff.
Oh, wie geht's? Wie steht's, Jungs? Super. Und dir?